Leute, und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge Command Block City, hier mal wieder zusammen mit einem Command Block. Und René. Okay, Danke. Der ist auch dabei. Hat heute aber leider kein gutes Internet, aber macht dafür, so wie immer. Aber macht dafür trotzdem eine recht coole Sache. Und wir machen auch eine coole Sache, und zwar nicht das Jump'n'Run, bei dem ich gerade einfach runtergefallen bin, sondern gehen wir auf die wunderbare Seite MC Stacker. Tada! Und du machst heute auch was Schönes. Oder gerade, ja, ne? Muss es 6 sein, darf es auch 8 sein? Ja, können auch 8 sein, dann kannst du sie schöner im Uhrzeigersinn anordnen. Ja. Aber erklär den Leuten am besten mal, was du machst, und ich mache hier ein bisschen was auf MC Stacker. Das musst du machen, weil ich immer wieder abhacke. Okay. Deswegen mache ich heute nur Kommentare. Alles klar. Der René ist jetzt Angestellter beim guten alten Pizzabot. Oder alt ist er eigentlich noch nicht. Ich glaube, der ist relativ neu. Auf jeden Fall ist er da Angestellter, und ich habe mir eben mal eine Pizza bei ihm bestellt. Und für die Leute, die es nicht kennen, ist es einfach ein Bot, bei dem ihr sagen könnt, ich hätte gerne eine Pizza mit Deo drauf, weil es bei mir gerade auf dem Schreibtisch steht. So, und dann sitzt irgendwo auf der Welt jemand, der auch Discord hat und Angestellter ist, wie zum Beispiel René, und macht dann eine Pizza mit einer Deo-Dose drauf oder was auch immer. Ich habe sogar eine Pizza schon mal bekommen mit Creative Simon drauf, aber da wurde einmal nur Creative Simon geschrieben. Das fand ich nicht sehr kreativ. Was hättest du bestellen müssen? Das hätte ich dir jetzt machen können. Das hättest du mir schön machen können, ja. Aber was ich auch noch schön machen kann, ist jetzt hier auf MC Stacker was. Und zwar schaue ich bei allen Spielern in einem Radius von maximal 100 Blöcken. Ich denke, mehr wird das nicht sein. Und zwar, ob dieser Spieler folgende Sachen hat. Jetzt muss ich mal schauen. Selected Item gibt es. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon ein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich denn schauen kann, was der Spieler auf dem Kopf hat. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal was anderes. Und zwar das Item, was der Spieler auf dem Kopf hat. Das machen wir mit einem GIF-Befehl. Und das soll dann... Ja, ich glaube, wir hatten es Ladder. Lustige ja, ist, hat jemand eine coole Pizza bestellt. Die habe ich dann gemacht. Und kurz später kam dann ein anderes Teil rein. Und zwar mega coole Pizza. Da dachte ich mir so, hat deine Pizza vielleicht nicht gereicht? Ey, ne, alle Pizza bestellen, ne? Ich brauche Arbeit. Bestellt also alle mal Pizza. Kann man prinzipiell überall machen, wo der Bot auf dem Discord ist, oder? Ja, auch bei dir, glaube ich. Ist er bei dir drauf? Nee, bei mir ist er nicht drauf auf dem Discord. Das heißt, ihr müsst euch den auf euren eigenen Discord-Server holen. Jetzt den Pizza-Bot holen. Wir machen hier voll Werbung. Ja, wir machen unbezahlte Werbung vor allem. Das geht gar nicht. Ich schreibe gleich mal den Macher an. Nee, der macht das ja auch einfach nur aus Spaß, und ich finde es auch ganz witzig so. Also, der Helm soll heißen Kletterhelm. Ja. Obwohl man normal nie so einen Helm trägt eigentlich. Aber danke, Sion, dass du mir Jump beigebracht hast, weil jetzt kann ich das endlich überhaupt machen. Ohne dich ginge das gar nicht, weil ich die Kenntnisse noch nicht hätte. Ah, von mir hat er gelernt. Wenn ihr auch eine Gimp-Stunde haben wollt, könnt ihr sie jetzt in der Beschreibung für 1,99 Euro kaufen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Also der... Achso, der Text ist das hier. Ja, der kann ganz normal sein. So. Bei CMDC... Team. Fertig. Oh, ich bekomme gleich meine Pizza. Ich glaube, ich blende die dann hier gleich in dem Moment mal ein. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. So, dieser Helm soll doch eine Farbe bekommen. Aber wo kann die setzen? Das Team ist mega korrekt. Das glaube ich. Ich meine, wer sich freiwillig dahin setzt. Ich habe schon 4 DMs bekommen. Ja, brauchst du Hilfe oder 4 Nachrichten? Meld dich einfach. Ja. Das ist cool. So. Ich brauch sogar keine. Wo ist gedacht, denn hier grün? Ach, 00FF00? 00? Ja, ah, das ist grün. So, das ist der Kletterhelm. Der. Ja, der passt so. Oder kann man dem noch ein. Ja, man kann dem doch irgendwie noch genau so ein Custom Tag geben, und mit dem kann man es vielleicht irgendwie erkennen. Obwohl, ne, das ist für den Spieler hier. Damage, Repair Cost,
Unbreakable Count. Custom Model Data, Custom Data Tags. Also ihr seht, da gibt es ganz viel, aber nichts Direktes. Oder ist das hier sowas? Der Item Model Promen. Schauen wir auf Discord. Das mache ich gleich. Custom Tag. Ja, okay. Ich lese gerade ein bisschen mich rein. Okay, das kann man nehmen dafür, wenn ich das gerade richtig sehe. Custom Tags. Mache ich das einfach mal. Und zwar ist das dann Kletterhelm Doppelpunkt Doppelpunkt 1b. Damit man das so dann nutzen kann. So, ich schaue einmal kurz auf Discord. Und zwar, wo ist meine Pizza? Wo ist meine Pizza? Wo ist meine Pizza? Wo ist meine Pizza? Bestellung wurde von in den Ofen gepackt. Ah, in 10 Minuten soll sie fertig sein. Also ich habe was ich gerade sehe. Ich habe sie noch nicht erhalten. Nee. Problem ist ja gerade, dass kein Zusteller online ist. Sie werden nicht angemeldet. Ah, wow. Das heißt, es ist tatsächlich eine recht komplexe Sache, sag ich mal. Gut, wir gehen jetzt einmal die Köche, zurück. Das bin ich zum Beispiel. Mhm. Die machen die Pizza und dann gibt es noch Leute, die liefern dann die Pizza auf die Server. Ah. Ich bin mal kurz weg. Jo, alles klar. Und ich schaue mir mal an, was wir jetzt hier bekommen. Wir bekommen den Kletterhelm. Da sehen wir einmal alles Weitere. So, bei CMDC-Team. Und jetzt möchte ich halt herausfinden, ob jemand diesen in der... Nee, nicht in der Hand, auf dem Kopf hat. Und das müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Das heißt, wenn ich es jetzt finde, dann geht's weiter. So, da sind wir wieder. Man sieht wahrscheinlich genau keine Veränderung, aber ich habe mir hier mal was geholt. Und zwar schauen wir das mit Inventory Slot 103, das B natürlich noch, das ist ein Lederhelm. Mit dem Tag, das heißt, der Name ist natürlich nicht Tauchhelm, sondern Kletterhelm. Das heißt, wir können den gleich nochmal bearbeiten. So, jetzt haben wir Doppel-R, Kletterhelm. Bei Creative Simon stimmt natürlich nicht. Ich habe mir das jetzt einfach aus dem Datapack geholt, weil ich wusste, ich habe sowas mal gemacht. Das ist bei CMDC-Team. So hatte ich es, glaube ich, genannt. Und hat die Farbe 0. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Das können wir ja aber ganz leicht überprüfen, indem wir mal hier reingehen. Ne, hier ist die Farbe drin. Die kopieren wir uns einmal. Zack, das ist nämlich die Farbe vom Helm, glaube ich. Zack. Packen die hier rein und dann müssen wir mal schauen. Der Rest ist, glaube ich, gleich. So. Oh Gott, was für eine Bestellung. Lava Helmet, Kletterhelm. Bei dem, so, und dann habe ich noch diesen Custom Tag, den wir ja eigentlich jetzt nicht mehr brauchen. So, und damit haben wir das richtig. Jetzt machen wir einmal das hier und sagen Say, yay! Natürlich muss dann Run hin. So, und ich glaube, dann müssen wir gar nicht auf MC Stack, um das nochmal zu bearbeiten. So, ich packe mir den jetzt rauf und sage jetzt hier einmal Always Active und Repeat und... Yay, ich erkenne, ob jemand einen Kletterhelm aufhat. Cool. Und jetzt kann ich eigentlich Thumbnail-Verwertung oder eher gesagt Wiederverwertung machen, denn tatsächlich haben wir das schon mal gemacht in einer Folge. Ich weiß jetzt nicht, welche das war. Ja, so ein Kletterhelm haben wir ja schon mal eigentlich gemacht. Ja. Aber jetzt habe ich noch einen Command-Block mehr dazu gemacht, der jetzt sagt, yay, wenn wir diesen Kletterhelm aufhaben. Na gut, alles Weitere machen wir dann in der Folge bei René mit. Im Hintergrund und auch dann vielleicht noch in der nächsten Folge bei mir, je nachdem, wie weit und wie schnell ich dann da vorankomme. Gut, möchtest du noch was zum Ende sagen? Nö. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Command Block City. Wow.